Schnee von heute, heute mit veränderten Regeln. Wir nehmen uns jetzt statt den 5 Themen nämlich nur noch 3 vor und sprechen dann heute mit Philipp über jedes Thema noch genau 2 Minuten. Dann gibt es den Cut und dann gehen wir zum nächsten Thema über. Und das erste Thema heute, das ist natürlich das Biathlon-Rennen und die zweite Goldmedaille von Laura Dahlmeier. Hättest du es gedacht? Ja, ehrlich gesagt schon. Es war irgendwie so ein gutes Gefühl, das ich heute Morgen hatte. Wie war es bei dir? Ja, bei mir war es so, dass ich dachte, jetzt hat die eine Goldene geholt. Wie, das kann nicht sein. Das wäre ja viel zu krass. Ich meine, es ist ja fast schon kitschig jetzt. Ja, und der erste Fehler kam ja erst im zweiten Liegenschießen. Oder da ist der einzige Fehler passiert. Aber ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen zittrig, als Anastasia Kuzmina da tatsächlich herangeflogen kam. Dann aber am Schießstand doch nicht immer perfekt war. Und da war ich nämlich dann überhaupt nicht mehr zittrig, weil dann wusste ich, die Laura, das holt sie sich, das lässt sie sich nicht nehmen und fährt da mit einer Lockerheit da rein. Irgendwie, die war locker, oder? Die sah total locker aus und das Besondere an der Situation ist ja auch, dass sie jetzt tatsächlich die Erste ist, die gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Verfolgung geworden ist. Die Laura hat sich hier jetzt schon unsterblich gemacht, muss man eigentlich sagen. Ich meine, das ist Wahnsinn, 2 Goldmedaillen. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass sie mit uns, auch mit dir vor allen Dingen, hier wirklich ihre erste Goldmedaille ausreichend gefeiert hat, oder? Ich bin auch froh, dass sie gekommen ist, weil man kennt sie ja so, als dass sie vielleicht lieber mit der Familie ist, aber sie kam her, hat sich gestellt, wir haben gemeinsam gefeiert. Da kann man total befreit auflaufen und das ganz Wichtige ist, die Eishockey-Jungs, die waren ja schon bei den ersten beiden Goldmedaillen, die es für das Team Deutschland gab, dabei, die waren jetzt wieder da, also da, wo die sind, da funktioniert einfach, was ist denn da los? Ich habe auch keine Ahnung, auf jeden Fall waren die Pyeongchamps, weil die Eishockey-Jungs bringen einfach Glück, auch dem Andy Wellinger, da waren die auch da. Ja, also die Eishockey-Jungs müssen am Start sein, dann ja, wird's Gold. Wenn das so weitergeht, fahre ich die irgendwann persönlich zu allen Venues, wo sie hinwollen, ganz egal. Aber Laura Dahlmeier war ja nicht die Einzige, die unterwegs war. Auch die anderen deutschen Damen haben hervorragende Positionierungen abgeliefert, Platzierungen. Denise Herrmann ist mit 2 Schießfehlern 6. geworden. Franziska Hildebrand auf Platz 12 und Vanessa Hinz auf Platz 13 ins Ziel gekommen. Ich glaube, mit keiner dieser Damen würdest du auch nur ansatzweise mithalten können, oder? Ich würde behaupten, mit keiner dieser Damen kann ich auch nicht mal nur ansatzweise mithalten. Warum wundert mich das jetzt irgendwie? Ich weiß nicht. Und sie ist ja auch die Erste, die das Olympiadudel aus Sprint und Verfolgung gewonnen hat. Auch gut zu wissen. Weiter geht's. Wir bleiben bei der Sportart, ändern aber die Geschlechter, denn auch die Männer waren erfolgreich. Benedikt Doll, 3. Platz. Und auch da war es eigentlich mega spannend, weil das Feld eben auch sehr kompakt losgelaufen ist. Oh, das war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Und lange war ja der Arndt Peiffer wieder vorne. Und wir dachten schon, Arndt Peiffer jetzt auch die nächste Goldene. Das wäre ja auch viel zu krass. Aber die Frage ist ja auch, was müssen die für Nerven haben? Denn inklusive des zweiten Schießens gab es ja 39 von 40 Treffer. Also da ging ja wirklich alles ins Schwarz. Das war Wahnsinn. Nerven wie Drahtseil, die Jungs. Aber beim letzten Schießen dann gingen leider doch einige daneben. Und so ist es halt nun mal. Ich meine, wir können trotzdem feiern. Was heißt trotzdem? Wir können feiern. Bene Doll mit der Bronzemedaille. Das ist einfach Wahnsinn. Nur noch der Schwede, glaube ich, war es, hat ihn am Schluss dann gecatcht noch. Ne? Der übrigens von 14 auf 2 vorgelaufen ist. Also der war auch richtig gut dabei. Ähnlich wie Mata Foucault, der nach dem verpatzten Sprint jetzt wirklich sich die Krone aufgesetzt hat. Und auch die anderen Deutschen. Simon Schemp, 5. und Arndt Peiffer auf Rang 8. Das ist natürlich aller Ehren wert. Und was auch interessant ist, was hier noch auf meinem schlauen Zettel steht, ist, es gab ja vor Benedikt Doll erst 2 Deutsche, die in der Verfolgung überhaupt eine Medaille gewonnen haben. Weißt du, wer es ist? Ich weiß es tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Wer ist es? Du hättest längst auf den Zettel gucken können, dann hättest du nämlich gar nicht gespielt. Es sind Rico Groß und Sven Fischer. Also gut, es sind Rico Groß und Sven Fischer. Wann war das denn bei Rico Groß? Das war, du hältst es zu, er hält es zu, ich weiß es nicht, aber es ist nicht so lange her, glaube ich. Es war 2002 bei Rico Groß tatsächlich und bei Sven Fischer war es 2006. Da also, kennt sich einfach aus, ja, kennt sich einfach aus, der Mann. Alles fleißig rausgesucht, ist keine große Kunst. Hat es inzwischen geklingelt? Habe ich es klingeln nicht gehört? Nee, es hat noch nicht geklingelt, du musst noch ein bisschen. Schießen hast du ja schon in Rio gemacht, ja, nämlich mit einer unserer Schützen und du bist sozusagen Olympiasieger, Besieger. Das bin ich. Dann würde das beim Biathlon auf die Entfernung, auf die Scheibe, weil ist ja jetzt nicht mit Bogen, das ich glaub, ist was anderes. Ich glaube, ich würde es hinkriegen. Das Problem wäre nur, wenn ich vorher so lang laufen müsste, dann würde ich so zittern, also da würde nichts gehen. Ja, und ein großes Thema haben wir natürlich noch, das war das Skispringen. Gerade Katharina Althaus gewinnt Silber und wieder mal war es die Planke Windlotterie. Es ist, man will auch wirklich, weil du denkst auch, Mensch, dann bricht es halt ab. Weil es sind ja keine fairen Bedingungen. Es ist ja nur noch Glück, ist der Wind da, die Mädels da oben sind alle top. Findest du, man hätte es abbrechen sollen? Ganz schwierige Frage, deswegen gibt es ja irgendwo dann auch die Windpunkte, die das Ganze wegen so ansatzweise versuchen sollen. Ja, das stimmt, natürlich, klar. Aber wo du das gerade sagst, interessantes Beispiel im Fall von Simon Amann, der ja, ich glaube, 5 oder 6 Mal tatsächlich den Balken wieder verlassen musste, dachte ich echt,
beim letzten Mal. Wenn sie ihn jetzt nochmal runterholen, dann brechen die das Ding hier ab. Was aber ganz interessant ist, was kaum jemand weiß, man darf bei olympischen Wettbewerben das Skispringen nicht nach einem Durchgang abbrechen. Also die müssen tatsächlich bis zum Ende, das machen sie dann möglicherweise am nächsten Tag. Und wenn das nicht geht, dann am darauffolgenden Tag. Also muss die müssen wirklich durch. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Carina Vogt, das war diesmal so ein bisschen die Leitlinie, die musste arg lange warten. Da ging der Balken nochmal hoch, nochmal runter. Ist ätzend, oder? Es ist ätzend, aber ich meine, Carina Vogt hat, ich würde sagen, hat es eh schon geschafft. Ich meine, die war beim ersten überhaupt Wettbewerb, olympischen Wettbewerb der Damen im Skispringen, hat die direkt den Olympiasieg geholt in Sochi. Also was will man mehr? Natürlich sie will man mehr. Sie hat Geschichte geschrieben, ja, und hätte sich jetzt quasi nochmal dickfett unterstreichen können, wenn sie eben diesen Titel auch verteidigt hätte. Nichtsdestotrotz herausragende Geschichte, denn Carina Vogt ist Fünfte geworden, Ramona Straub auf Platz 8 und Juliane Seifert rundet ein vollkommen super Mannschaftsergebnis mit einem 10. Rang grandios ab. Also unsere Skispringer und Skispringerinnen, die haben richtig was drauf, die sorgen für richtig Alarm. Das Traurige ist, wir sehen die Damen nicht mehr. Die springen tatsächlich nur von der Normalschanze. Ist irgendwie ein bisschen bedauerlich, oder? Ich verstehe auch nicht, aber ich meine, es ist vielleicht so, vielleicht muss das so sein wegen der Natur dieses Sports. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mich freuen, die Damen von der Großschanze zu sehen. Hin und wieder springen die tatsächlich auch von der Großschanze. Ich glaube, im Weltcup gab es jetzt diese Chance halt nicht, ne? Bei Olympia nicht und im Teamwettbewerb gab es auch nicht. Ich glaube, es waren auch nur 35 Starterinnen. Da sieht man schon, Starterfeld ist ein bisschen kleiner als bei den Herren. Du würdest dir auch mehr wünschen, oder? Natürlich würde ich mehr wünschen. Diese Damen sind so klasse, die müssen von der Großschanze runter. Genau, das sind sie. Das waren die drei Themen. Jetzt ist heute natürlich noch eine ganze Menge an anderen Sachen passiert. Ich setze euch ganz kurz ins Bild und nehme euch da mit. Wir schauen noch ganz kurz zum Rodeln. Da ist nämlich die erste Halbzeit bei den Damen beendet. Nathalie Geisenberger liegt hier in Führung vor. Diana Eitberger, Tatjana Hüfner auf dem 4. Rang. Also man sieht schon wieder die Tendenzen, die sind eigentlich gut, aber wir müssen vorsichtig sein, denn seit gestern wissen wir ja, die einzige Tendenz, die eigentlich wirklich klar ersichtbar ist, ist, dass im letzten Lauf dann irgendwie doch noch alles passieren kann. Das war aber nicht alles, denn heute ging es auch im Eisschnelllauf nochmal richtig schnell her. 1500 Meter der Frauen standen an, unter anderem mit Gabriele Hirschbichler. Die wurde 12. und Roxane Dufter 24. Und dann möchte ich euch auch an der Stelle noch sagen, wer der PyeongChamp ist. Das ist nämlich Silvia Mittermüller. Und auch da ist die Geschichte wahnsinnig interessant. Sie war ja erkältet, hat sich versucht aufzupäppeln, ist an den Start gegangen, hat ihren letzten Trainingslauf machen wollen. Die Quali wurde gestrichen, es ging direkt ins Finale und hat sich dann beim letzten Sprung verletzt, musste ins Krankenhaus, aber das hat sie nicht direkt gemacht, denn sie wollte ja noch einmal runter. Und so hat sie tatsächlich mit der geringstmöglichen Punktzahl, nämlich mit genau einem Punkt, am Ende den 26. und an der Stelle kann man das sagen, den letzten Platz belegt. Aber sie ist im Ranking und das heißt, sie ist, das sagt sie selbst von sich, die stolzeste 26. Platzierte bei Olympischen Spielen. Und deswegen ist sie auch vollkommen zu Recht heute unser PyeongChamp hier bei den Olympischen Winterspielen 2080. Ich habe die Silly ja kennengelernt bei Big Air in Mönchengladbach und das ist so eine taffe Frau. Ey, meine Grüße gehen raus an dich, halt dich wacker, mach weiter, du bist die Tollste, echt. Das ist ein liebes Gruß und Schlusswort und da wir hoffentlich schnell sind und in Deutschland noch Rosenmontag ist, deswegen hat der liebe Fanreporter nämlich auch die rote Mütze und hier die Deutschlandkette an. Wünschen wir euch noch viel Spaß, feiert noch ein bisschen und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder und mit hoffentlich drei spannenden und großartigen neuen Ergebnissen. Da sind wir dabei, das ist prima. Oh, bitte nicht. Oder, Viva Colonia.